Wenn ich das Glas hier auf den Kopf stelle und ich versuche Wasser einzuschütten, da wird nichts reinkommen. Auch wenn dieses Glas schon voll ist, mit Fehlinformationen über den Islam, brandvoll, und ich versuche etwas einzuschütten, dann wird nichts ankommen. Deswegen muss man sich immer vorher befreien von allen Vorurteilen. Gerade bei mir passiert das des Öfteren, weil ich weiß auch nicht, Alhamdulillah, hier in Kleve stand nichts in der Zeitung oder so, ne? Weil manchmal, wenn ich irgendwo hinkomme, dann machen die Medien dann vorher Hassprediger in so und so und Gefahr. Genau, was war einmal gewesen? Ich war in Winterlingen, islamistischer Prediger, das war in Österreich gewesen, setzt die Stadt in Angst und Schrecken. Versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Ich glaube, die Einzigen, die die Stadt in Angst und Schrecken gesetzt haben, das war die Presse. Aber ist ja auch egal.